Provinz eine gemeinsame Initiative des Bundesfamilienministeriums, von ARD, ZDF und der Programmzeitschrift TV Spielfilm. Mein Name ist Carsten Neumann und ich bin der Projektleiter von Showhin. Ich möchte Ihnen jetzt gerne unsere beiden Expertinnen vorstellen. Hier bei mir Daniela Thews, Referentin Medien- und Kinderrechte beim Deutschen Kinderhilfswerk, und Dr. Irene Schulz, Medienpädagogin und Mediencoach bei Showhin. Vielleicht, Frau Thews, noch, wollen Sie noch ein paar Worte zu sich sagen? Ja, sehr gerne. Wie gesagt, schönen guten Abend auch von mir. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen und mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und in den Austausch. Wie gesagt, ich arbeite beim Deutschen Kinderhilfswerk. Das Deutsche Kinderhilfswerk ist auf der einen Seite eine Kinderrechtsorganisation, die sich schon seit über 45 Jahren für die Interessen und Rechte von Kindern in Deutschland einsetzt. Wir haben auch ein breites Themenspektrum, aber ich bin, wie gesagt, in der Koordinierungsstelle Kinderrechte des Deutschen Kinderhilfswerkes zuständig für zum Beispiel politische Lobbyarbeit. Also wir sind im Kontakt mit der Politik, aber auch mit Unternehmen und vielen Fachleuten und machen aber auch eigene Projekte und setzen Impulse, um die Rechte von Kindern unter anderem in der digitalen Welt stärker in den Blick zu rücken und arbeiten auch mit Eltern zusammen. Okay. Frau Schulz, vielleicht noch mal ein paar Worte zu Ihrer Arbeit. Genau, ich bin bei der Initiative und diejenigen, die schon die Elternabende in der Vergangenheit verfolgt haben, kennen mich vielleicht schon. Ich bin sozusagen die Ansprechpartnerin für Fragen und Themen, die Eltern haben. Die Eltern können mir oder meine Kollegin, die Christine Lange, schreiben, wenn sie konkrete Fragen haben, und bekommen dann sozusagen eine direkte Antwort. Aber wie gesagt, auch in digitalen Abend wie heute, um sozusagen die unmittelbaren Fragen an die Veranstaltungen vor Ort, da können wir uns mit den Eltern ins Gespräch setzen. Okay. Vielleicht noch mal kurz zum Ablauf des heutigen Abends. Daniela Thews wird gleich das Thema Kinderrechte, Kontrolle noch mal vorstellen. Wir werden dann, das wird Irene Schulz machen, einige Tipps oder Empfehlungen abgeben, wie Eltern ein gutes Maß zwischen Kontrolle und eben auch Vertrauen hinbekommen. Dann beginnt eine offene Fragerunde. Wir haben bereits einige Fragen bekommen, aber Sie können jetzt ab sofort auch Ihre Fragen im Chat stellen, die wir nachher beantworten. Unser Thema heute, in der Tat ein Thema, das eigentlich alle Eltern, alle Väter, alle Mütter beschäftigt, nämlich: bringt Kontrolle mehr Sicherheit? Das ist ganz klar. Fehler machen, auch mal Grenzen überschreiten, das gehört zum Aufwachsen dazu. Heimlich mal die Süßigkeiten-Schublade oder einen Film gucken, den man eigentlich noch nicht sehen kann. Ja, das machen Kinder. Und Eltern, klar, gucken auf der anderen Seite, dass sie ihre Kinder schützen. Vor der Beule am Kopf, vor Bauchschmerzen oder auch vor Albträumen nach einem Gruselfilm. Das sind ganz normale Schutzinstinkte, die sowohl in der digitalen wie auch in der analogen Welt stattfinden. Und das ist nicht nur bei der Mediennutzung, aber auch da das Spannungsfeld zwischen Vertrauen und Kontrolle, das bei Eltern einfach eine große, große Rolle spielt. Aufgabe der Eltern ist es ganz klar, in der heutigen Zeit auch im Internet und Kinder vor ungeeigneten Inhalten zu schützen, ihnen geeignete Angebote zu zeigen und natürlich auch zu gucken, dass sie nicht zu viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen. Eltern nutzen dazu ganz unterschiedliche Sachen. Es gibt Mediennutzungsverträge, die sie zusammen mit ihren Kindern aufsetzen. Es gibt aber auch Apps und Einstellungen, die Nutzungszeiten, beispielsweise auf dem Smartphone, abrupt beenden. Also sehr, so unterschiedlich wie Eltern sind, so unterschiedlich ist eigentlich auch ihr Angang dazu. Wir würden mal so sagen, die Herausforderung ist, Kinder virtuell an die Hand zu nehmen, ohne sie am Laufen zu hindern. Viele Eltern stehen deshalb vor der Frage: Wo kann ich überhaupt wo darf ich überhaupt in die Privatsphäre meiner Kinder eingreifen, um sie ja auch zu schützen? Das ist ein guter Ansatz. Aber wo sind eigentlich auch Grenzen, damit mein Kind
natürlich auch seine eigenen Freiheiten hat und sich nicht zu eingehegt fühlt. Welche Möglichkeiten gibt es, meinen Kindern einen verantwortungsbewussten Umgang mit Medien beizubringen? Und damit leite ich jetzt zu Frau Thews über, ist Kontrolle wirklich besser als Vertrauen? Ja, vielen Dank für diese sehr gute Einleitung in das Thema. Ich selbst kann mir auch gut vorstellen, dass sie das ständig vor sehr große Herausforderungen stellt. Meine Aufgabe oder mein Beitrag soll es heute sein, einmal sich diese Frage zu stellen oder mit Ihnen gemeinsam zu stellen, welche Rechte tatsächlich es denn gibt, die Kinder haben und was es mit diesen Rechten auf sich hat, wo die herkommen, also das kurz einleiten, mal eine Information über die UN-Kinderrechtskonvention zu geben und dann mal tiefer reinzuschauen in diese Belange, die tatsächlich das Thema Medien betreffen, die aber auch dann nochmal vertiefend das Thema Kontrolle betreffen können. Und auf die Frage, bringt Kontrolle mehr Sicherheit, gibt es natürlich nicht die eine Antwort. Die ist natürlich dann auch immer von der Situation abhängig, die ist auch von dem Alter des Kindes abhängig und von vielen anderen Faktoren. Aber zunächst am Anfang erstmal eine Information zu der UN-Kinderrechtskonvention. Das ist also ein Menschenrechtsabkommen, das in diesem Jahr 30 Jahre alt wird. Es hat also Geburtstag und zwar am 20. November. Da vor 30 Jahren wurde die Konvention durch die UN-Generalversammlung beschlossen. Es ist das allererste Abkommen, das Kinder als eigene Rechtssubjekte tatsächlich feststellt und sagt, dass Kinder eigene Rechte haben und Kinder eigene Rechte brauchen, dass also die allgemeinen Menschenrechte nicht ausreichen, um die besonderen Bedürfnisse von Kindern abzudecken. Und dafür wurde diese Konvention verfasst. Mit Kindern sind in der UN-Konvention alle Menschen unter 18 gemeint. Also es sind also auch noch ein großer Teil der Jugend davon abgedeckt. Die Konvention hat insgesamt 54 Artikel, die aber mehrere Bereiche betreffen, auf die ich gleich nochmal konkreter ein bisschen eingehen möchte. Aber so, was noch so informativ wichtig wäre zu wissen, ist, dass es dort, dass die Konvention an sich drei Kernprinzipien hat, und zwar die Universalität, das heißt also, dass alle Kinder dieser Welt mit ihrer Geburt diese Kinderrechte haben. Sie müssen dafür nichts tun, sie müssen diese nicht verdienen, sondern sie haben sie auf jeden Fall mit der Geburt. Sie sind unteilbar, das heißt, ich kann mir nicht verschiedene Rechte aus der Konvention aussuchen und sagen, diese finde ich gut und die anderen lasse ich weg, sondern sie sind immer in einem Zusammenhang zu sehen und die Interdependenz bedeutet als drittes Kernprinzip, dass sie miteinander auch in Beziehung stehen und nicht allein gesehen werden können. Die Adressaten der UN-Kinderrechtskonvention sind zunächst erst einmal die Vertragsstaaten. Das sind auf dieser Welt alle, außer den Vereinigten Staaten von Amerika, die diese Konvention unterzeichnet und ratifiziert haben. Und Deutschland hat das 1992 getan und sich insofern freiwillig dazu verpflichtet, die Kinderrechte in Deutschland zu achten und umzusetzen. Das bedeutet also auch, dass alle Erwachsenen, also auch Sie als Eltern, Erfüllungspersonen oder Verantwortungsträger dieser Konvention sind. Und dazu also auch gehört, dass erstmal Sie als Eltern von den Kinderrechten wissen, dass der Staat dafür sorgt, dass Sie darüber Bescheid wissen, dass Kinder darüber informiert werden, dass sie die Rechte haben und wie diese umgesetzt werden und dass sie diese auch selbst für sich eintreten können und ihre Kinderrechte auch einfordern können, gegenüber dem Staat, gegenüber den Erwachsenen. Auf der nächsten Folie habe ich Ihnen das Konstrukt der Konvention mal in einer Grafik dargestellt. Das ist das sogenannte Gebäude der Kinderrechte. Das soll mal so ein bisschen veranschaulichen, worüber wir da reden, weil wir natürlich nicht die ganze Konvention heute in seinem ganzen Komplex auch erörtern wollen. Aber zur Veranschaulichung ist es vielleicht ganz gut zu wissen, dass dieses Haus also bedeutet,
dass das Dach das Wohl des Kindes bedeutet. Das steht im Artikel 3 der Konvention, dass das Wohl des Kindes über allem steht. Und das ist, denke ich, auch, können Sie gut nachvollziehen, weil das ist ja auch Ihr eigenes Interesse in Ihrem täglichen Leben mit Ihren Kindern, in der Erziehung mit Ihren Kindern. Und dann gibt es drei Säulen von Rechten. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Schutzrechte der Konvention, die also einen konkreten Schutz von Kindern, wie zum Beispiel das Recht auf Privatsphäre, das Recht auf den Schutz vor Gewalt zum Beispiel sind. Dann gibt es Förderrechte, die aussagen, dass Kinder bestimmte Anreize, bestimmte Angebote benötigen, um dann auch gesund aufzuwachsen, wie zum Beispiel Bildung ist ein Förderrecht. Und dann gibt es auch noch die Beteiligungsrechte. Das sind die Rechte, die im Allgemeinen ganz oft ein wenig vernachlässigt werden gegenüber den Schutzrechten und den Förderrechten, aber genauso wichtig sind wie die anderen beiden. Und insgesamt machen diese drei Säulen diesen Dreiklang aus, den wir auch versuchen, in jedem Gespräch, in jeder Diskussion oder in jeder Stellungnahme darauf hinzuweisen, dass diese drei Beteiligungen, diese drei Rechtsformen alle gleichmäßig in Betracht gezogen werden müssen. Und ganz unten auf dem Haus haben wir in dem Haus haben wir nochmal diesen Boden, den blauen Boden, das sind die Verfahrensregeln. Da geht es immer informativ nur darum, zu schauen, wie die Konvention tatsächlich durch die Staaten umgesetzt wird und unter welchen Bedingungen. Ganz kurz vielleicht noch eine Erläuterung. Beteiligungsrechte, was versteht man davon? Mhm. Wie es das Wort schon sagt, es ist also ganz wichtig, dass auch Kinder und Jugendliche in die Lage versetzt werden, ihre Interessen wahrzunehmen und diese auch zu äußern. Das bedeutet, wie es zum Beispiel in Artikel 12 festgeschrieben ist, dass bei den Angelegenheiten, die Kinder und Jugendliche direkt betreffen, auch wichtig ist, dass ihre Meinung angehört wird, dass sie gefragt werden, dass sie in die Lage versetzt werden, ihre Interessen selbst zu vertreten und sagen, das möchte ich und das möchte ich nicht und aus welchem Grund. Und ja, wie gesagt, das ist eines der wichtigsten. Ja, auf der nächsten Folie habe ich mal die Artikel aus der Konvention herausgesucht, die jetzt speziell das Thema Medien betreffen, das Thema Mediennutzung. Wir sehen, das sind eine ganze Menge. Und wir können mal ganz kurz durchgehen, schauen, ob wir zu jedem Artikel wenigstens ein kleines Beispiel finden, damit Sie das ein bisschen nachvollziehen können, worum es dort geht. Also der Artikel 3, den hatte ich bereits gesagt, das ist die Berücksichtigung des Kindes Willens. Also dabei geht es nicht darum zu sagen, ich als Eltern muss immer wissen oder muss immer dem folgen, was das Kind will. Darum geht es nicht. Es geht eher darum, das Interesse von Kindern wahrzunehmen, anzuhören. Der Artikel 12, den hatte ich eben schon mal kurz angesprochen, das Recht auf Beteiligung, dass Kinder also angehört werden. Je nachdem, wie alt sie sind und in welchem Reifegrad sie sich befinden, ist das natürlich nicht immer einfach, die Meinung des Kindes festzustellen. Und dafür genießen sie ja auch das Erziehungsrecht und haben ja auch, die kennen ja ihre Kinder und wissen ja eigentlich im Großen und Ganzen, was ihren Kindern gut tut. Artikel 13 ist das Recht auf Meinungs- und Informationsfreiheit. In Bezug auf Medien ist es so zu sehen, dass also das Internet ein riesengroßes Spektrum und eine sehr große Vielfalt bietet für Kinder und für alle, die das Internet nutzen, sich Informationen zu beschaffen, sich zu informieren und auch das Internet zu nutzen, um seine eigene Meinung kundzutun. Wir kennen das auf den sozialen Plattformen oder in anderen Formaten, dass dort viel Kommunikation, viel Interaktion läuft, ne, die sowohl auch diese Chance in sich birgt, die Meinung zu sagen und sich über alle möglichen Sachen zu informieren, aber auch dann das Risiko birgt, dass das, was Kinder dort lesen oder sehen, auch nicht gefahrenfrei und risikofrei ist. Ja. Genau.
Der Artikel 15 ist die Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit. Da kann ich den Bezug herstellen zu den Messengern, also zu all diesen Nachrichtendiensten, die wir haben. Das ist eine Form, also eine Gelegenheit bzw. die Möglichkeit für Kinder darstellt, sich auszutauschen mit anderen, sich zu versammeln, sich in Gruppen zusammenzuschließen und das, sofern es einen friedlichen Charakter hat, das auch zu pflegen. Der Artikel 16, das ist das Recht auf Privatsphäre und Ehre. Das ist ein sehr wichtiges Thema in Bezug auf die Mediennutzung und da werden wir wahrscheinlich auch noch gleich näher darauf zu sprechen kommen, dass Kinder auch ein Recht auf Privatsphäre haben. Und Ehre bedeutet in dem Sinne der Bezug zum Thema Cybermobbing, dass also auch im Internet und gerade im Internet die Ehre von Kindern nicht verletzt werden darf durch Beschimpfungen, Beleidigungen und so weiter. Der Artikel 17 sichert den Kindern das Recht auf den Zugang zu Medien. Und wenn wir bedenken, dass diese Rechte schon 30 Jahre alt sind, aber damals nicht klar war, dass Kinder dann jeden Tag Internetmedien nutzen, fragt man sich natürlich, wie konnte das sein? Aber auch damals gab es schon Medien, das Radio, den Fernseher und bestimmte andere Medien, Zeitungen, in denen man sich informieren konnte. Und das Internet ist jetzt in den letzten Jahren halt dazugekommen als Nutzungsmedium für Kinder und Jugendliche und hat aber insofern nochmal eine ganz andere Reichweite, eine ganz andere Nachhaltigkeit der Nutzung. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich aber ein Kind jetzt nicht darauf berufen kann, auf Artikel 17 und sagt, ich habe den Recht auf Zugang zu Medien. Und deshalb würde ich jetzt gerne mal die nächsten 8 Stunden mein Computerspiel hier weiterspielen, oder? Ja, also das ist der erste Satz, also der erste Teil des Satzes stimmt ja. Das hat ein Recht auf den Zugang zu Medien und deswegen muss man sich natürlich auch die Frage stellen, ob ich die Mediennutzung als solche auch als Erziehungsmittel nutze und sage, das Kind, ich verbiete dem Kind die Nutzung oder bestrafe das Kind damit, dass ich sage, wenn du das und das nicht machst, dann kannst du dein Handy vergessen. Ne? Also okay. Das würde sozusagen dieses Recht verletzen, aber die 8 Stunden, die Sie da angesprochen haben, das ist natürlich noch eine ganz andere Frage. Da kommt es ja darauf an, genau wie lange werden die Medien genutzt, zu welchem Zweck werden sie genutzt, ist, glaube ich, auch eines der wichtigsten Fragen. Ja. Das ist ja nicht nur das Online-Spiel sein sollte, sondern auch damit ganz andere Tätigkeiten auch verbunden sind, ne? Wie zum Beispiel der Austausch mit den Freunden oder die Informationen oder die Hausaufgaben, die Recherchen bei den Schulaufgaben zum Beispiel. Genau. Artikel 18, die Verantwortung für das Kindeswohl, das ist, spricht nochmal direkt an, dass die Eltern oder dass der Staat dafür sorgen muss, dass beide Eltern das Erziehungsrecht genießen können und dass der Staat dafür auch dafür alle möglichen Angebote und Unterstützungsleistungen geben muss. Der Artikel 19 ist der Schutz vor Gewalt und schlechter Behandlung und Ausbeutung. Und ich denke, da wissen Sie genau, wovon wir sprechen, wenn es um digitale Medien geht, dass gerade der Schutz vor Gewalt schwer umzusetzen ist oder schwer umgesetzt ist, wenn wir wissen, wie viele Gewalthandlungen in Spielen, in Filmen und anderen Medien gerade online enthalten sind. Das Recht auf Bildung ist im Artikel 28 geregelt und sagt eigentlich schon aus, das Wort Recht auf Bildung, dass die Medien als solches ein unheimliches Potenzial bieten, Bildung zu vermitteln, Inhalte zu vermitteln oder auch Inhalte durch andere Formate, wie zum Beispiel Online-Spiele zu vermitteln. Darin sehen wir ganz viele Möglichkeiten, die durch digitale Medien wirklich auch umgesetzt werden können. Umsetzung der Schule zum Beispiel betrifft, ne? Dass dort nicht nur die Lehrbücher benutzt werden, sondern auch tatsächlich digitale Medien und dass sich dadurch eigentlich eine sehr große Vielfalt von Vermittlungen und von Inhalten auch bietet. Artikel 31 ist das Recht auf Beteiligung an Freizeit, kulturellem und künstlerischem Leben und sagt also aus, dass das Internet als solches ja auch ein Ausdrucksmedium ist, mit dem Kinder und Jugendliche
ihre eigene Identität, ihr Suchen und Finden können, dass sie sich dort ausdrücken können. Und auch da ist klar, gibt es wieder die beiden Seiten, Chancen und Risiken stehen halt nebeneinander. Aber insofern ist es da auch wirklich zu wissen, dass das nicht also nur ein negativer Aspekt darstellt, wenn Kinder zum Beispiel auf TikTok oder Jugendliche auf TikTok versuchen, ja, sich darzustellen. Ne? Das ist wirklich ambivalent. Aber TikTok muss man vielleicht kurz sagen, ist eine der im Augenblick mit beliebtesten Apps bei Kindern und Jugendlichen, wo man singen kann, wo man tanzen kann, wo man sich auf eine Art und Weise darstellt, was Kinder natürlich gerne machen. Genau, künstlerisch darstellen, ja. Kultur sozusagen Teil des kulturellen Lebens werden, indem sie selbst Kultur- oder Kunstschaffende sind. Insofern. Genau. Und der Artikel 32 als vorletzter ist der Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung. Da gibt es die Fragen von auch von Online-Spielen zum Beispiel, in denen erstens Daten, personenbezogene Daten von Kindern gesammelt werden, um später daraus wirtschaftlichen Interessen nachzugehen und auf der anderen Seite aber auch diese Kaufangebote in Spielen zum Beispiel dazu zu verwenden, also Kinder dazu zu bringen, Dinge zu kaufen und dadurch ihr Spielverhalten wirtschaftlich auszunutzen. Der Artikel 34 zu guter Letzt ist der Schutz vor sexuellem Missbrauch und auch hier ist es einer der wichtigen Artikel der Konvention, weil gerade, wie Sie wissen, das Problem von Cybermobbing oder Cybergrooming eine sehr große Rolle spielt bei den Phänomenen, wo Kinder und Jugendliche tatsächlich in ihrer Gutgläubigkeit und Abhängigkeit und so weiter auch ausgenutzt werden für sexuellen Missbrauch. Ja, und auf der nächsten Folie gehe ich nochmal auf Artikel ein, wo wir tatsächlich jetzt das Thema Kontrolle nochmal vielleicht mehr fokussieren könnten. Denn die Frage ist ja, warum möchten Eltern kontrollieren? Also und wenn es um die Frage geht, Kontrolle oder Vertrauen, dann ist hier nochmal der Punkt, dass man sich sagt, warum möchte ich denn das Kind kontrollieren? Warum ist Vertrauen nicht ausreichend? Liegt es am Alter des Kindes oder liegt es am Medium oder mit welchen Gedanken und mit welchen Ängsten verbinde ich das eigentlich? Und ich hoffe, dass ich Ihnen hiermit nochmal so ein bisschen vermitteln kann, dass das unter anderem, dass Sie sich dessen bewusst sein müssen, dass es unter anderem die Rechte von Kindern verletzt, wenn sie der Kontrolle oder dem Kontrollbedürfnis mehr nachgehen und das Kind sozusagen in seiner Privatsphäre verletzen. Die Möglichkeit besteht ja oft mit dem Kind über die Sachen zu reden und auch die eigenen elterlichen Bedürfnisse zu schildern und bestimmte Sicherheitsvorkehrungen auch auszuhandeln und was die Privatsphäre angeht. Und ich glaube einfach, dass es auch möglich wäre, dass Kinder und Eltern tatsächlich Kontrollmechanismen vereinbaren. Dass das auch eine Möglichkeit ist, den Kindern zu sagen, bist du einverstanden, dass ich ab und zu dann und dann mal reinschaue, weil ich mir Sorgen mache, dass dort bestimmte Gefahren lauern. Also dass die Kinder selbst auf diese Gefahren hingewiesen werden oder dafür sensibilisiert werden und daraufhin bestimmte Kontrollmechanismen wichtig sind, den Eltern wichtig sind. Es gibt ja auch einen elterlichen Auftrag, der in der Erziehung ist. Und natürlich sind gerade jüngere Kinder, sagen wir auch die möglichen Risiken, die auch im Internet ohne Zweifel da sind, ja zum Teil ja noch gar nicht, können das ja noch gar nicht, genau. Können sie ja noch gar nicht richtig einschätzen. Ja, und ich glaube auch, dass es wichtig ist, den Kindern dann in diesem Austausch auch klar zu machen, warum die Eltern das tun. Ja? Also was auch dahinter steckt, dass da eine Verantwortung dahinter steckt, dass da eigentlich die Zuneigung dahinter steckt oder die Sorge und die Liebe zum Kind, die bestimmte Maßnahmen
dann erfordern. Und der Artikel 19, den ich hier noch drauf geschrieben habe, Schutz vor Gewalt und schlechter Behandlung und Ausbeutung, der zielt genau darauf ab, was ich gerade gesagt habe, dass es halt Gefährdungen durch verschiedene Nutzungen wie Spiele oder Plattformen auch gibt im Internet. Wie Sie schon gesagt haben, das ist halt auch eine Verpflichtung, eine Verantwortung, Kinder davor zu schützen, aber immer auch im Sinn zu haben, macht es jetzt Sinn, das Kind sozusagen vor diesem Spiel komplett zu bewahren und zu sagen, du spielst es nicht, weil die Gefahr ist so groß. Und gleichzeitig aber daran zu denken, was nehme ich dem Kind dadurch auch? Was nehme ich dem Kind dadurch für eine Möglichkeiten und welche Rechte stehen denen vielleicht auch entgegen? Mhm. Genau, der Schutz vor wirtschaftlicher Ausbeutung, das hatte ich ja auch in dem Sinne schon konkretisiert, dass es darum geht, das Kind davor zu schützen, bestimmte Käufe vielleicht irgendwie auszulösen, die unbeabsichtigt dann auch Kosten verursachen. Klar, In-App-Käufe sind in vielen Spielen enthalten und gerade Kinder können das teilweise noch gar nicht sehen, wenn sie da drauf klicken, was das eigentlich ist. Ganz genau. Und da ist es auch völlig nachvollziehbar, das kontrollieren zu wollen. Aber wichtig ist einfach dieses Bewusstsein, ja, dass es nicht legitim ist, das einfach aus seinem eigenen Interesse zu kontrollieren, sondern diese Rechte dort auch mal auch mit dem Blick zu haben, genauso wie beim Schutz vor sexuellem Missbrauch. Also ist das auch vielleicht für Eltern auch nochmal wichtig, ihren Kindern zu vermitteln, dass sie, sagen wir, wenn sie so etwas machen, das Kind nicht um des Kontrollierens willen kontrollieren, genau, sondern weil sie einfach auch aus ihrer Erfahrung sagen, ich glaube, das ist wichtig, dem Kind auch nochmal zu vermitteln, dass man die meisten, oder fast alle Sachen macht, um das Kind zu schützen. Ich glaube, das auch nachvollziehbar zu machen, dann ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass das Kind auch versteht, warum Mutter oder Vater in bestimmten Situationen so sich verhalten. Ja. Ich glaube, in dem Gespräch und dem Dialog ist vieles dann möglich. Genau, ich sehe auch, dass das der springende Punkt ist bei der Sache, dass es auf den Austausch mit dem Kind über diese Schutzmaßnahmen drauf ankommt, weil das Risiko besteht ja auch, dass wenn die Eltern kontrollieren, und das, sage ich mal, ohne das dem Kind zu sagen, wenn das auffliegt, ja, dieser Vertrauensbruch, der dann auch zu diskutieren, ist es ja auch nicht, glaube ich, auch nicht ohne. Und dieses Vertrauen bei dem Kind dann erstmal wieder zu erlangen, ist auch nicht so einfach. Und ich denke, erst dann wird Eltern vielleicht auch wirklich bewusst, was sie dann tun. Aber dann kann es vielleicht schon zu spät sein. Deswegen ist es wichtig, darüber im Austausch zu bleiben. Und ich denke, dass viele Kinder da auch totales Verständnis für aufbringen. Vielleicht nochmal eine Frage von mir. Wir sagen ja, Kinder haben Rechte auch in der digitalen Welt. Also aus Ihrer Erfahrung, das ist, glaube ich, gar nicht mal Eltern gegenüber böse, aber haben Eltern eigentlich so das Gespür dafür, für die Rechte ihrer Kinder? Oder ist es oft noch so, dass Eltern sagen, ja, solange das Kind noch kleiner ist oder solange es nicht volljährig ist, bin ich schon diejenige oder derjenige, der die Verantwortung dafür hat. Ja, also es gibt auf jeden Fall ein Rechtsbewusstsein und es gibt auch ein Risikobewusstsein seitens der Eltern, die sogar wissen, dass, nehme jetzt mal das Beispiel Kinderfotos im Netz, das ist eines der Themen, mit dem wir uns schon befasst haben und auch eine Studie herausgegeben haben, die also festgestellt hat, dass Eltern aus ein Risikobewusstsein dafür haben, dass wenn sie die Fotos ihrer Kinder im Internet posten, dass es eventuell nicht okay sein könnte, aus bestimmten Gründen. Aber dass das Verhalten der Eltern dann doch ein anderes ist. Also die meisten wissen es irgendwie, aber posten es dann doch, weil das Interesse oder die Freude über dieses Ereignis oder die Freude über das Bild an sich größer ist als das Risikobewusstsein. Ne? Das steht immer noch in einem großen Gegensatz. Aber bei vielen Eltern ist das Bewusstsein auf jeden Fall schon vorhanden. Klar. Das ist die Auswirkungen, glaube ich, sind noch nicht wirklich allen so wirklich klar, aber die sind niemandem wirklich klar. Also niemand von uns kann ja wirklich ermessen, was mit einem Kinderfoto
passiert. Wir haben schlicht und ergreifend keine Kontrolle darüber. Wir können das nicht. Das können wir nicht kontrollieren. Ne? Und das muss, dem muss man sich wirklich ganz stark bewusst werden. Das darf man nicht vergessen. Wir wissen nicht, wo diese Bilder landen. Okay. Gut. Ist ja auch der Übergang ein Thema, das auch uns bei Schauhin oft beschäftigt. Es gibt viele Elternanfragen. Wir haben da verschiedene Checklisten, auch nämlich genau, also was ist eigentlich, was für Bilder oder wie ist es, wenn Eltern Bilder von ihren Kindern ins Netz stellen? Also, was ist möglich? Was sollte man tunlichst vermeiden? Und ich würde das ganz kurz, ich habe gehört, dass der Empfang bei Irene Schulz oder Frau Schulz, ist der Empfang wieder besser geworden? Also im Moment ist es gut. Es wäre wahrscheinlich nur wichtig, wenn Sie sozusagen den Draht zu mir verlieren, dass man dann einmal den Staffelstab übergeben und ich sozusagen das machen wir mich rausklingen würde. Aber solange das okay ist, mache ich das natürlich gern. Im Augenblick hört sich sehr gut an. Okay, ja. Gut. Frau Schulz, vielleicht Medicoach bei Schauhin, das sind ja auch Themen, die Frau Thiefs gerade benannt hat, die gerade auch im Medienbereich Sie und uns immer wieder beschäftigen. Vielleicht nochmal so jetzt aus Ihrer Sicht als Medienpädagogin, als Mediencoach, wo würden Sie dann Empfehlungen oder Tipps an Eltern geben? Also ich finde, dass Frau Thiefs eigentlich einen schönen Grundstein schon gelegt hat und man hat vor allem gesehen, dass das, was wir sozusagen in Bezug auf Medien besprechen, eigentlich überhaupt nichts Neues ist, sondern dass die medienbezogenen Fragen und irgendwie auch Richtlinien eigentlich ihren Ursprung und ihren Bezug in der nicht-digitalen Welt haben. Also das, was generell für Kinder gilt als Kinderrechte, das, was generell in Familien und eben auch in Beziehungen gelten sollte, das sollte auch in puncto Medien gelten. Und so würde ich mal einsteigen. Ich sehe auch gerade, dass bei mir hier bei jedem Punkt erstens davor steht. Da können wir ja mal sagen, dass das bedeuten soll, dass... Ja, ist alles gleich wichtig. Genau, jeder Punkt besonders wichtig ist und wir uns gar nicht für eine Reihenfolge entscheiden konnten. Ich würde mal einsteigen mit der ersten inhaltlichen Folie, die ich genannt habe, Status Quo, um einfach, also das setzt so ein bisschen auch an, was Frau Thiefs gesagt hat, dass... generell die Basis von Beziehungen und so wie wir ein Verständnis heute auch von Beziehungen und von Familienbeziehungen haben, vertrauensbasiert ist. Ne? Also da haben wir schon mal einen Hinweis darauf, dass alleine eine kontrollierende, stark eingrenzende Erziehung generell und in puncto Medien Kinder sozusagen für unsere heutige Gesellschaft und für Herausforderungen, die heute gelten, nicht wirklich fit machen kann, weil Kinder sozusagen sich ja gar nicht trauen, was auszuprobieren, weil sie nicht selbstständig sein können. Aber das ist ja genau das, was wir eigentlich fördern wollen. Wir wollen ja selbstständige Kinder, die ein Selbstbewusstsein haben, die stark sind in ihrem eigenen Handeln und die genau wissen, was sozusagen ihre Grenzen sind und wie sie durch ihr Leben schreiten können. Und das beweisen ja auch Studien, lässt sich am besten realisieren mit einem Erziehungsstil, der sozusagen auf Vertrauen setzt, der den Kindern Stützen an die Hand gibt, mit denen sie erst ihre ersten Schritte sozusagen machen können und die dann irgendwann alleine loslaufen können. Und so heißt es eben auch in puncto Medien, Erziehungsstile, dass so ein autoritativer Erziehungsstil, also so ein ausbalancierender Erziehungsstil, der Grenzen setzt, aber innerhalb dieser Rahmenbedingungen sozusagen viele Freiräume und Ausprobieren ermöglicht, eigentlich der beste Weg ist. Natürlich aus Elternperspektive auch der anstrengendste Weg, aber sozusagen für die Kinder der beste Weg. Und was man auch weiß, ist, dass ein sehr restriktives Erziehungsverhalten, also was stark eingrenzt, was ausschließlich auf Kontrolle gesetzt hat und viel verbietet, eher die Ausbildung von einem kompetenten Medienumgang sozusagen beschneidet oder nicht möglich macht. Weil das, was verboten ist und das, was man nicht ausprobieren kann, dazu kann man sozusagen ja auch keinen Umgang lernen. Das vielleicht mal ganz allgemein so, dieser Schlenker oder das große Dach von Erziehung. Den zweiten Punkt habe ich genannt, begleiten, an der kindlichen Medienwelt teilhaben. Das ist sozusagen auch so ein Motto, was bei Schauhin ganz wichtig ist, was wir auch den Eltern immer wieder mitgeben, die uns fragen, was soll ich denn nur machen? Wir sagen immer, das Wichtigste ist sozusagen, die Kinder an die Hand zu nehmen, nicht nur im Straßenverkehr sozusagen, sondern auch in puncto
digitale Medien und auszuprobieren, sich anzuschauen, mitzuspielen, was die Kinder begeistert, auch wenn man sagt, okay, das ist jetzt überhaupt gar nicht meine Welt. Ich kann mit diesen YouTubern und Influencern und beispielsweise auch mit Fortnite, was ja so ein ganz beliebtes Spiel ist, im Moment überhaupt nichts anfangen. Aber sich mal mit den Kindern gemeinsam hinzusetzen und zu sagen, los, jetzt zeig mir doch mal, was dich daran begeistert. Da findet man einen sehr guten Zugang zu den Kindern. Man kommt quasi automatisch ins Gespräch, ohne dass man jetzt so einen pädagogischen Talk da heraufbeschwört bei sich zu Hause. Und man kann eben auf dieser Basis dann sagen, okay, also so wie ich mir das jetzt angucke, müssen wir hier und da nochmal drüber reden oder auf dieser Basis sozusagen mal über Grenzen sprechen. Also das ist eine ganz wichtige Basis, glaube ich, generell in Erziehung sowieso in Familien, dass man miteinander spricht, dass man weiß, was die Kinder bewegt und begeistert. Und das gilt auch in puncto Medien, um einen guten Draht und einen guten Zugang zu bekommen. Innerhalb dieses Begleitens und Anschauens und Mitgehens ist es natürlich wichtig, das haben wir auch schon von Frau Tews gehört, Grenzen zu ziehen. Das ist sicherlich bei jüngeren Kindern immer noch viel wichtiger, weil wir auch gerade, wie schon gesagt wurde, gehört haben, Kinder können sozusagen die Komplexität und die Dimension des Internets überhaupt nicht erfassen. Also die jüngeren Kinder, nicht die älteren Kinder, tun sich sicherlich auch in manchen Dingen noch schwer und selbst wir Erwachsene können diese Komplexität ja auch überhaupt nicht erfassen. Also selbst wir Experten versuchen immer dran zu bleiben, versuchen Dinge zu durchschauen, weil sich alles auch so schnell verändert. Ist das eine riesengroße Herausforderung, natürlich insbesondere für Kinder. Vor diesem Hintergrund sagt man natürlich, wichtig ist es zum Beispiel in puncto Ausstattung und Nutzungszeiten bei den jüngeren Grenzen zu setzen. Da haben wir ja gerade auch schon im Chat die Frage gehabt, was sind denn sozusagen wichtige Zeiten, an die man sich halten kann? Was sind denn so Orientierungspunkte? Das ist immer ganz schön schwierig, da eine Zahl zu sagen. Ich weiß, dass das Eltern immer ganz gern hören wollen. Deswegen haben wir von Schauhin uns da so einen Orientierungsrahmen gesetzt, den wir auch nach außen tragen. Und sagen eben, dass Kinder bis 5 Jahre so eine halbe Stunde Bildschirmzeit am Tag gut vertragen können. Bei 6 bis 9 Jahren ist es 1 Stunde und bei Älteren kann man ja mit Wochenkontingenten arbeiten. Also dass man sagt, du hast für die ganze Woche meinetwegen 10 Stunden Bildschirmzeit. Wenn die alle schon in den ersten beiden Wochentagen verbraucht sind, dann ist sozusagen für den Rest der Woche Gartenarbeit angesagt. So. Entschuldigung. Bei diesen Zeiten muss man natürlich auch immer sagen, dass das Richtlinien sind und dass Eltern eigentlich am besten wissen, was ihre Kinder gut vertragen können. Und man sieht das auch an den Kindern. Also wenn die überfordert sind, wenn es zu lange wird, dass sie dann unruhig werden. Da appellieren wir eigentlich auch immer an die Eltern, sich ihre Kinder anzugucken und da auch ein bisschen auf das Bauchgefühl zu hören. Natürlich, wenn die für die Schule recherchieren müssen, dann geht die Zeit ein bisschen nach oben. Natürlich, wenn es den ganzen Tag regnet oder wenn die Kinder krank sind und sowieso nichts machen können, dann gehen die Zeiten eben nach oben. Also deswegen sind das Richtlinien, an denen man sich orientieren kann und alles, was sozusagen vor, unter und über diesen Richtlinien liegt, ist in einem Rahmen auch noch okay. Genau, begrenzen in puncto Einkaufen und Abonnieren, das haben wir auch gerade schon gehört. Das ist was wir eigentlich auch für sehr wichtig halten, Stichwort In-App-Käufe und Abos, weil das auch so in Medienanwendungen, insbesondere in Spiele integriert ist, dass es Kindern sehr schwer fällt, das zu erkennen und zu durchschauen, ob man hier mit echtem Geld bezahlt, was Werbung ist, in YouTube-Videos, was die Influencer sozusagen und die YouTuber da jeden Tag über den Bildschirm schicken, zu erkennen, packt er das jetzt aus, weil das echt eine tolle Sache ist, die den selbst begeistern oder weil er natürlich von einer Firma gesponsert wird. Also das sind ja alles so ganz vielschichtige Fragen, wo es Kindern erstmal hilft, da von ihren Eltern Grenzen zu bekommen. Und das Thema Datenschutz und Privatsphäre ist sowieso ein Thema, was unter allem drunter liegt. Da haben wir gerade schon gehört, wie wichtig es ist, dass Kindheiten schon und ein Schutzraum auch bleibt, dass Kinder ein Recht darauf haben, dass ihre Kindheit eben nicht minutiös abfotografiert und gefilmt in sozialen Medien stattfindet, dass das für Kinder schwierig werden kann, für eine gute und gesunde Entwicklung eben auch schwierig sein kann. Das reicht hin bis zu smarten Spielzeugen, die mit dem Internet verbunden sind. Also die Frage von Datenschutz und Privatsphäre ist eine ganz große Herausforderung für Familien insgesamt, glaube ich.
Und was wir den Eltern auch immer sagen, was ich ganz wichtig finde, wo es auch schöne Aussagen aus Kinderperspektive gibt, ist, dass Eltern selbst auch Vorbild sein müssen, ne? Also Kinder wachsen in der Familie auf und die wichtigsten Orientierungspunkte sind erstmal die eigene Familie und die Eltern, bevor die Gleichaltrigen ins Spiel kommen. Und Kinder schauen sich natürlich ganz, ganz viel zu Hause ab. Und wenn die Eltern viel am Bildschirm sitzen, ihre Freizeit viel an Bildschirmen gestalten, dann übernehmen Kinder das natürlich auch erstmal ein Stück weit. Und wer möchte, dass es zu Hause medienfreie Zeiten gibt, dass es ganz exklusive Familienzeiten auch mal ohne Medien gibt, muss sozusagen als Eltern da den ersten Schritt machen und Vorbild sein und die Kinder dann mitziehen. Genau, das vielleicht zum Begrenzen. Dann nochmal der Schwenk zu Unterstützungsangeboten. Da kann man eigentlich sagen, dass wir in Deutschland glücklicherweise in einer Situation sind, unfassbar viele gute Materialien, Initiativen und Projekte schon zu haben. Jetzt mal fokussiert auf Schau hin haben wir, das hat Herr Neumann vorhin eingangs auch schon gesagt, einiges an Materialien entwickelt, was für Eltern, glaube ich, wirklich hilfreich ist in puncto kurze, überschaubare Checklisten, kleine Spickzettel. Ist mein Kind reif für ein Smartphone? An was muss ich denken, wenn ich meinem Kind das erste Smartphone zugestehe und kaufe? Das kann man sich im Servicebereich bei Schauhin auf der Website runterladen und ausdrucken und auch diese Checklisten mit den Kindern mal durchgehen und Kreuzchen machen. Das ist auch mal eine ganz hilfreiche Sache. Dann empfehlen wir auch den Mediennutzungsvertrag. Der ist zu finden unter www.mediennutzungsvertrag.de. Da kann man tatsächlich mal einen kleinen Vertrag machen, zu Hause sich an den Familientisch setzen und besprechen. Also wenn wir uns hier jeden Tag streiten, wann denn jetzt das Tablet ausgeschaltet wird, dann schreiben wir das jetzt mal in unserem kleinen Vertrag auf und alle müssen sich dran halten und dann kann man das unterschreiben und an den Kühlschrank hängen. Und es zeigt sich, dass wenn man das so auf Augenhöhe mit den Kindern bespricht und aushandelt, dass Kinder dann auch eher bereit sind, das mitzutragen und sich an diese Regeln halten und sogar ihre Eltern auch dran erinnern. Also das ist eigentlich eine Sache, die sich sehr gut bewährt hat in den letzten Jahren. Dann die digitalen Elternabende wie heute sind, glaube ich, immer eine schöne Sache, die man ja dann auch nochmal nachlesen oder nachschauen kann über den YouTube-Kanal. Und was ich auch immer sehr empfehlenswert finde, ist unser monatlicher Newsletter, wo wir versuchen, auch ganz aktuelle Themen aufzugreifen und einen thematischen kleinen Überblick geben zu sozusagen einem Thema, was Eltern gerade umtreibt. Abgesehen dann eben auch noch Veranstaltungstipps und sowas eben. Und wie gesagt, können Sie als Eltern sich gern an meine Kollegin Christine Langer oder mich wenden, wenn Sie ganz konkrete Fragen haben. Wir beantworten das dann sehr zeitnah und unmittelbar. Genau. Und vielleicht zu guter Letzt, Frau Tews hat es schon angekündigt, ich habe es versucht fortzusetzen. Letztlich ist auch Medienerziehung eine Frage von Balancen, Austarieren von Rahmen setzen, von Regeln etablieren, von Routinen in der Familie haben, aber auch für Kinder Freiräume und Möglichkeiten lassen, was auszuprobieren, eigene Wege zu gehen und als Eltern sich auch immer mal wieder zu fragen, ist das jetzt eine Regel, die vor allem für mich als Mutter oder als Vater wichtig ist, weil ich so viel Unsicherheiten und Ängste habe, oder hilft diese Regel sozusagen meinem Kind, gesund und selbstbewusst in die Welt zu gehen. Also diese Erziehung von Balance halten, von Austarieren ist sicherlich der anstrengendste Weg, aber ich glaube für die Kinder und für die Zukunft, in der die sich bewegen werden, eigentlich der fruchtbarste. Soweit erstmal von mir. Gut. Frau Schütz, vielen Dank nochmal, weil ich glaube, dass das ist wirklich die große Kunst, nämlich so das auszutarieren und das natürlich auch mit der Entwicklung des Kindes zu begleiten, wo ist Kontrolle wichtig, wo schütze ich damit mein Kind, aber, und das ist meistens natürlich, wenn die Kinder älter werden, aber natürlich auch individuell, wo lasse ich ihm mehr Freiräume, idealerweise hat man dem Kind einen kleinen Werkzeugkasten mit auf den Weg gegeben, weil an irgendeinem Punkt wird es auch seine eigenen Entscheidungen treffen. Und da ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass, und das ist natürlich der Idealfall, dass man frühzeitig mit Kindern über diese Dinge redet, dass, wie Sie auch gesagt haben, Frau Tews auch gesagt hat, dass man Sachen auch mal ganz haptisch spielt. Es macht oft auch sehr viel Spaß. Und dass man natürlich auch für das Kind immer ein offenes Ohr hat, sodass das Kind, auch wenn es mal im Netz an unangemessene Dinge gerät,
auch das Vertrauen hat, und da ist natürlich auch das Vertrauen des Kindes, und das geht natürlich auch von den Eltern aus, sich dann an die Eltern wenden zu können, ohne dass es Angst hat, dass dann irgendwie das Smartphone eingezogen wird. Ja. Weil dann wird es beim nächsten Mal auf keinen Fall wieder auf die Eltern zugehen. Wir haben in der Tat aus dem Chat und auch im Vorfeld einige Fragen bekommen, und die würde ich gerne jetzt nochmal an Sie beiden stellen. Mit dem Medienvertrag haben wir schon geschrieben, aber es kam die Frage, gibt es allgemeine Richtlinien dazu, also pro Tag oder pro Woche, was sollte in so einem Mediennutzungsvertrag drinstehen? Frau Schulz, vielleicht eine Frage eher an Sie? Nochmal den Nutzungszeiten vielleicht. Die Orientierung von uns auch hin ist ja, dass wir sagen, die jüngeren Kinder, also bis 5 Jahre, eine halbe Stunde Bildschirmzeit am Tag, 6 bis 9 Jahre eine Stunde. Und den älteren Kindern ist es sowieso so, dass man ohnehin nicht mehr so restriktiv vorgehen kann, dass, zu einem 14-, 15-, 16-Jährigen zu sagen, du hast jetzt eine halbe Stunde Nutzungszeit, das funktioniert sowieso nicht, dann suchen die sich ihre eigenen Wege. Man kann also mit Wochenkontingenten arbeiten, und dann sollte das eher so sein, dass eigentlich schon die Erziehung bis dahin, bis die Kinder 13 oder 12, 13 Jahre alt sind, müsste eigentlich dann schon so fortgeschritten sein, dass die Kinder von selber sagen, ja, ich daddel jetzt eine Stunde, aber dann setze ich mich wieder an meine Präsentation für die nächste Hausaufgabe in der Schule. Okay, ja. Also deswegen die Wochenkontingente. Wir haben auch hier nochmal den Link zum Mediennutzungsvertrag eingeblendet. Den kann man sich dann nochmal angucken. Wichtig ist, und so ist ja ein Vertrag auch. Ein Vertrag ist nicht eine einseitige Geschichte, sondern ein Vertrag handelt man auch aus. Aber ein Vertrag ist dann auf eine positive Art und Weise für Kind wie für Eltern, hat das auch eine gewisse Bindung. Darauf kann man sich dann von beiden Seiten verlassen. Hier kam nochmal die Frage, da würde ich Sie nochmal fragen, Frau Thiers. Klar, das ist eigentlich unser Thema. Wie können Pflichten zwischen Aufsicht und die Freiheiten des Kindes miteinander vereinbart werden? Ja, das ist Kardinalfrage. Ja, ist die Kardinalfrage, weil das sind ja die Urbedürfnisse eigentlich, die uns allen innewohnen. Auf der einen Seite Freiheit und auf der anderen Seite Sicherheit. Und je nachdem, wie ich als Mensch ausgestattet bin, ist immer eine Tendenz zu mehr Sicherheit oder eine Tendenz zu der Freiheit. Und das, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, es kommt immer so ein bisschen auf die Situation an. Das Austarieren ist also aus meiner Sicht wichtig, das gemeinsam zu tun, gemeinsam nach der Antwort zu suchen, mit dem Kind, sofern das irgendwie möglich ist. Und vielleicht auch zu ergründen, zusammen, warum ist das eine sein soll oder warum ist das andere. Und dass es bei diesem Mediennutzungsvertrag zum Beispiel nicht nur darum geht, welche Zeiten oder wann oder so, sondern wozu brauche ich das eigentlich? Also welche Medien nutze ich und wofür eigentlich? Ne? Ist das da auch dass da auch eine bestimmte Vielfalt da ist, dass diese Dinge ja auch, diese Medien ja auch Anreize bieten können, dass Spiele oder bestimmte Kinderseiten ja auch dafür da sind, um wieder Anreize zu schaffen, nach draußen spielen zu gehen oder sich dort eine Bastelanleitung zu holen. Also dass man vielleicht auch sowas mit in diesen Nutzungsvertrag mit einbaut. Warum gehe ich jetzt ins Internet oder warum brauche ich das Spiel? Weil ich mir selbst ein Kostüm basteln möchte von dieser Figur. Das sind ja durchaus Dinge, die auch wiederum eine Balance schaffen und dann Freiräume erweitern können oder halt auch wiederum die Möglichkeit bieten, mehr Schutz zu gewährleisten, weil das Kind selbst mitbekommt, was passiert eigentlich, wenn ich das und das mache. Also eher so ein Schutzprinzip sich anzueignen, was auf Förderung und Teilhabe basiert und nicht auf Bewahren. Das ist natürlich auch alles das, was wir machen, da muss man natürlich sagen, jede Mutter, jeder Vater kennt ihr Kind am besten. Ja, das ist ganz klar, vom Alter her, vom Entwicklungsstand, aber auch manchmal auch von der Tagesform. Das sind ja alles Sachen, und das, was wir versuchen, sind halt einige Empfehlungen, ein paar Werkzeuge an die Hand zu geben, sodass Eltern, das ist ja letztendlich die eigene Entscheidung,
Aber dass sie so eine Entscheidung treffen, wo man verschiedene Sachen abgewogen hat. Und ich glaube, das ist dann auch für ein Kind sehr nachvollziehbar, wenn es den Eindruck hat, dass die Eltern, dass ich würde es mal sagen, auch ernst nehmen und sich da auch mit beschäftigt haben. Das ist, glaube ich, so eine Vertrauensbasis, auf der man dann sehr gut starten kann. Es gibt hier auch, aber na klar gibt es auch natürlich so eine Frage wie diese, Frau Schulz, vielleicht eher für Sie, sollen oder müssen Eltern die Chatverläufe ihrer Kinder kontrollieren bzw. sich zeigen lassen? Eine Frage, die uns auch im Vorfeld gekommen ist, gar nicht aus bösen Willen, aber dass man sagt, muss ich oder soll ich den Chatverlauf meines Kindes so weit kontrollieren, damit ich sehe, ob da irgendetwas ist, was aus meiner Sicht unangemessen ist? Wie würden Sie das sehen, Frau Schulz? Na, also sicherlich kann man da auch wieder sagen, ja, ich glaube, diesen Augenblick haben wir jetzt wirklich ein kleines Übertragungsproblem. Können Sie mich hören? Jetzt kann ich Sie wieder hören, ja. Ja, aber es ist, glaube ich, jetzt gerade ein bisschen schwierig, vielleicht. Übernehmen wir beide das jetzt nochmal. Ich glaube, wenn man versucht, sozusagen den Chatverlauf zu kontrollieren, ich würde denken, damit das Kind ausweichen. Also wenn man sich alles nochmal zeigen und sozusagen vorlegen lässt, das ist, glaube ich, keine Vertrauensbasis, wo Eltern oder Kinder mit ihren Eltern eigentlich umgehen. Aber aus der Rechtsperspektive würde ich eher sagen, ist die Frage nicht, sollen Eltern oder müssen Eltern den Chatverlauf kontrollieren, sondern dürfen sie ihn kontrollieren? Und wollen sie ihn kontrollieren? Und warum wollen sie das? Und das ist insofern kein Muss oder eine Verpflichtung dafür, sondern da sollte schon eine bestimmte Sorge dann dahinter stecken. Und ich denke, das ist auch dann wieder ein etwas, was die Eltern vielleicht beobachten an ihren Kindern, wenn Kinder sich verändern, wenn sie merken, dass durch die Mediennutzung das Kind sich in einer bestimmten Zeit seit einer Woche irgendwie verschließt oder das Handy nicht mehr zeigt oder also sie irgendwie den Verdacht bekommen, da stimmt irgendwas nicht, da hat sich was verändert, da ist vielleicht sogar irgendwas passiert. Vorgefallen, passiert. Dann ist natürlich das Augenmerk tatsächlich dann darauf zu richten, gucke ich vielleicht mal im Chatverlauf nach. Ist das eine Möglichkeit? Ich muss es rausfinden. Aber auch da gilt es wieder zu schauen, geht es mit dem Kind gemeinsam und warum? Und wenn nicht, warum nicht? Und ich würde es immer daran koppeln, was ist gerade los? Also per se einfach nur immer mal gucken oder so, würde ich eher von abraten. Aber wenn wirklich ein Verdacht vorliegt oder eine ernsthafte Verdacht, dann kann das ein Mittel sein, rauszufinden, was ist eigentlich passiert und wie können wir jetzt aus der Situation wieder raus. Das kommt ja eigentlich wieder, Eltern kennen ihre Kinder am besten. Ne? Also wenn sie wirklich merken, da ist etwas, ich glaube, da sucht man dann das Gespräch. Ja. Weil Kinder wollen ja oft das auch sagen, aber sie haben natürlich dann auch manchmal Angst, manchmal auch eine gewisse Scham. Aber da offen zu sein und klar immer ansprechbar zu sein, ich glaube, das ist auch so die Möglichkeit, das nimmt ja im Ganzen sozusagen auch ein bisschen das Unheimliche. Unterschiede liegen da zum Beispiel auch worum es dann eigentlich geht, wenn tatsächlich was passiert ist, wenn Kinder oder Jugendliche jetzt negative Erfahrungen machen im Internet, was sie den Eltern erzählen. Also es gibt Ergebnisse, die besagen, dass wenn es leichte Sachen sind, wie zum Beispiel eine Challenge, es gibt ja solche Challenges natürlich, da sind die Eltern oder Kinder eher bereit und erzählen ihren Kindern davon und fragen die Eltern nach Rat, wie sie damit umgehen können. Schwerere Dinge, wie zum Beispiel Cybermobbing oder Cybergrooming, sind eher Dinge, die sie vielleicht nicht mit ihren Kindern teilen, mit ihren Eltern teilen, sondern vielleicht hoffentlich andere Ansprechpartner, Ansprechpartnerinnen haben. Also da gibt es auch nochmal Unterschiede, wann die Kinder tatsächlich ihre Eltern fragen und wann sie sich denen eher verschließen aus bestimmten Gründen, aus Angst, aus Scham oder und dann ist es wichtig, dass Kinder wissen, dass es auch andere Beratungsstellen gibt, andere Beschwerdestellen, Möglichkeiten, wie zum Beispiel Beratungsstellen wie die Nummer gegen Koma zum Beispiel ist auch so ein Klassiker oder
ne, dass es auch andere Kanäle gibt, um sich helfen zu lassen. Ja, ich glaube, das ist sogar ein wichtiger Punkt, dass Eltern es auch ihren Kindern vermitteln, dass sie, das ist ja einfach in einer bestimmten Phase des Lebens, was man gerade nicht, manchmal schwierig fällt bei gewissen Schambesitzen mit den Eltern, aber dass es auch Profis gibt, an die man sich wenden kann, die einem erstmal auch weiterhelfen. Ja, nur mal gegen Kummer ist glaube ich, so etwas. Ja. Ja. Vorbild, wir hatten es vorhin so, Eltern sind Vorbilder auch bei der Mediennutzung, sagen wir immer, natürlich, klar. Aber hier war auch nochmal die Frage, wie kann ich halt Eltern ein gutes Vorbild sein bei der Mediennutzung? Mhm. Was würden Sie sagen? Ist Frau Schulz sonst auch wieder uns zugeschaltet? Frau Schulz, sind Sie da? Ja. Hören Sie uns? Nee, ich glaube, da ist der Empfang im Augenblick. Nee. Ich kann es vielleicht mal sagen, was wir sagen. Es gibt ganz, ganz, ganz einfache Sachen. Also, ich würde mal sagen, einer der Klassiker ist beim Essen. Also, wenn die Familie zusammen sitzt, ist das eine medienfreie Zeit. Und das gilt natürlich für alle. Also das Argument, ich muss nur mal ganz schnell in meine Mail gucken, ich erwarte eine wichtige Mail von der Arbeit oder das ist kein Argument. Das ist, glaube ich, für Eltern auch nochmal wichtig, dass sie in ganz bestimmten Zeiten sich genauso daran halten wie ihre Kinder, und beim Essen ist es eigentlich so. Niemand ist, glaube ich, so beschäftigt, dass er diese eineinhalb Stunden nicht mal das Handy ausschalten soll. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Eltern es auch ihren Kindern zeigen, dass sie sich selbst an solche Sachen oder Vorbild, klar, aber abends macht man an irgendeinem Punkt auch mal das Handy aus. Und ich glaube, auch das sollten Eltern ihren Kindern sagen, dass man irgendwie nicht auch noch mal um 23 Uhr eine Mail oder noch eine WhatsApp, sondern irgendwann hört es auch auf. Und das sind, glaube ich, jedenfalls so aus unserer Erfahrung, und es ist nicht einfach, ja, klar, wenn man mal hier in Berlin in die U-Bahn sitzt und mit seinem Kind da hineinkommt, dann sieht das Kind natürlich sehr viele Leute, die auch ihr Handy nutzen. Aber dafür muss man sich, glaube ich, frei machen, sondern selbst sozusagen sagen, wir machen bestimmte, oder wir haben auch mal, es gibt ja so die Idee des Medienfasten, also die ganze Familie sagt, wir machen jetzt mal einen Tag, wir lassen mal einen Tag, machen stattdessen ganz andere Sachen, Spiele fahren mal raus, aber gucken einfach auch mal, und das merken die Eltern auch selber, fällt manchmal gar nicht so einfach, aber umso wichtiger ist es auch mal den Kindern zu zeigen, es geht auch um. Genau. Wie sehen Sie es? Ja, also ich würde Ihnen das total zustimmen, da auch wieder eine Ausgewogenheit und andere Beispiele auch zu bringen, dass es auch ohne Medien geht, aber wir uns aber auch klar machen, dass Medien natürlich auch ein großer Spielraum, eine Art Lebenswelt für Kinder und Jugendliche sind, dass wir das akzeptieren, dass wir dem nicht zu jeder Zeit irgendwie entgegengehen wollen, sondern auch akzeptieren, dass Dinge, die wir vielleicht in unserer Jugend, um unsere Freunde zu treffen, natürlich anders gemacht haben, uns natürlich anders versammelt haben, und dass jetzt diese Medien halt dafür da sind, um das irgendwie auch zu vereinfachen oder irgendwie auch interessant zu machen. Aber ja, Vorbild sein ist vollkommen klar. So wie ich mich verhalte mit den Medien, so wird sich das Kind oder dem genauso nähern. Ne? Also, und da auch wieder die Auswahl, dass es auch noch eine Zeitung gibt, dass es auch noch Zeitschriften gibt, dass es, wie Sie gesagt, verschiedene Medien gibt, das sollte also auch Teil des Alltags sein und nicht nur die digitale Welt. Nee, ich hatte eben noch eine Idee, aber die ist mir gerade jetzt wieder entfallen. Dann komme ich mit meiner Idee, machen wir wieder ein Buch zusammen vorlesen. Ja. Das macht ja einfach auch viel Spaß. Und ich würde, egal, unabhängig von auch der Nutzung digitaler Medien, Kinder lieben es, wenn ihre Eltern, die Mutter, der Vater ein Buch vorliest. Das ist eigentlich, glaube ich, das ist jedenfalls meine ganz eigene Erfahrung. Ja. Das macht einfach mal noch Spaß. Versuchen auf jeden Fall immer. Ja, ja. Gut. Okay, ich sehe, wir nähern uns jetzt mit großen, großen Schritten dem Ende. Ich würde gerne noch sagen, dass man sich die Präsentation, die wir gezeigt haben, das herunterladen kann, und dass man die Aufzeichnung dieses digitalen Elternabends demnächst auf unserem YouTube-Channel oder auf unserem YouTube-Kanal sehen kann. Wenn es Fragen noch gibt, stellen Sie uns die Fragen, Frau Schulz.
und Christine Langer, die beiden Mediencoaches von Ponschau hin, beantworten die gerne Fragen ganz einfach an info@schau-hin.info. Informationen auch zu allen anderen Themen gibt es auch auf unserer Webseite. Frau Schulz, vielen Dank, auch wenn jetzt die Verbindung, aber zwischendurch in dem wichtigsten Teil war die Verbindung wunderbar. Den Rest haben wir hier gemacht und vielen Dank, Frau Thebs, nochmal, dass Sie hier waren und allen noch einen schönen Abend.